Russland in Miniatur, Grand Market Russia in St. Petersburg. In St. Petersburg gibt es jetzt ein Modell von Russland. Man kann ganz Russland in Miniatur sehen. Und der Ort, wo man sich das anschauen kann, heißt Grand Market Russia. Und jetzt schauen wir mal rein. Das Modell von Russland umfasst eine Fläche von 800 Quadratmetern. Wenn man in die Halle reinkommt, sieht man als erstes St. Petersburg mit der Peter-Paul-Kathedrale. Das ist der Moskauer Kreml und daneben sieht man eine Metrostation. Wenn man runterguckt, dann sieht man, wie es unterirdisch in der Metro aussieht. Hier sind wir im Süden von Russland. Das ist der Seehafen von Sotschi und da im Kaukasus entstehen die Anlagen für die Olympischen Winterspiele 2014. Russland in Miniatur ist nicht maßstabsgetreu zu verstehen. Das Modell zeigt aber die Vielfalt von Russland. Berühmte Sehenswürdigkeiten, große Städte und kleine Dörfer und beeindruckende Naturlandschaften, wie zum Beispiel das Uralgebirge. Unter dem Uralgebirge versteckt sich der Kontrollraum. Hier wird alles gesteuert, was es im Modell zu steuern gibt. Hier können die Besucher den Mitarbeitern über die Schulter schauen. Wie ich gerade erfahren habe, sind die Autos, die durch Russland in Miniatur fahren, den deutschen Autos überlegen. Jedes Auto wird mit einer kleinen Box ausgestattet, sodass die Fahrzeuge über elektromagnetische Induktion mit Strom gespeist werden. Die Induktionsstreifen befinden sich unter den Straßen. Man setzt ein Auto auf die Straße, es lädt sich kurz auf und fährt dann los. Über diese Box wird auch die Geschwindigkeit und der Abstand gesteuert. Die Städte, Dörfer und Regionen sind durch ein Straßen- und Schienennetz verbunden. Die Autos fahren über die Straßen, bremsen ab, warten an den Kreuzungen, blinken beim Abbiegen und halten an den Ampeln. Dampfloks und moderne Züge fahren über Brücken, durch Tunnels, halten an Bahnhöfen und verschwinden in unterirdischen Depots. Die Flugzeuge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Sibirien und der Norden von Russland sind bekannt für die unberührte Natur. Hier gibt es viele Bodenschätze und deswegen natürlich auch einige Industrieanlagen. In der Taiga wurde sogar der gewaltige Krater nachgebaut, der durch den Einschlag des Tunguska-Asteroiden entstanden ist. Oh, und was sehe ich hier im Wald? Es brennt und steigt Rauch auf. Aber hör, dass die Feuerwehr schon unterwegs ist. Nach dem Einsatz fährt die Feuerwehr wieder in die Feuerwache zurück. Rukami не трогать, das heißt auf Russisch, dass man das Modell nicht anfassen darf. Fotografieren und filmen ist aber erlaubt. Und hier gibt es so grüne Knöpfe, wenn man die sieht, dann kann man, soll man, draufdrücken und dann gucken, was passiert. Ah ja, dann wird jemand von der Polizei verhaftet. Und hier ist alles friedlich und man kann den Dorfbewohnern bei ihren Beschäftigungen zuschauen. Und hier gibt es einen Menschenauflauf wegen mysteriöser Spuren im Kornfeld. Im äußersten Osten sieht man schon die Brücke, die die Stadt Wladiwostok mit der Insel Ruski verbinden wird. Diese Stelle befindet sich noch im Aufbau und man kann gut sehen, wie ein Berg entsteht. Und das sind die wunderschönen Holzkirchen von Kizhi, die zu UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Es gibt hier ganz viel zu entdecken und man sollte genug Zeit einplanen, wenn man sich alles in Ruhe anschauen möchte. Mehr Informationen zu Russland in Miniatur gibt es auf russlandjournal.de. Weitere Videos gibt es im YouTube-Kanal von Russlandjournal.
Um keine Folge zu verpassen, am besten gleich unsere Videos abonnieren. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen.